Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Onkel Klo. Ich habe mir gedacht, komm, ich hau euch hier noch eine Folge Treppenhaus-Simulator rein. Das ist alles klar. Weil wir sind ja das letzte Mal schon ziemlich früh über den Jordan gegangen. Und dann gucken wir einfach mal, wie es diesmal läuft. Es ist ja immer wieder, ich werde dieselbe Taktik wählen. Und ein anderes Ergebnis erhoffen. Und los geht's. Achso, den Quatsch brauchen wir uns ja nicht nochmal anzugucken. Das letzte Mal lief auch nicht so prickelnd, weil wir haben ja nicht eine Waffe gefunden, außer diesem blöden Stock. So, das ist das Übliche hier. Gucken wir mal, alles Stufe 1. Und jetzt drücke ich mal hier oben drauf. Mal gucken. Ja, immer noch Stufe 1. Nee, das Bett ist aufgewertet jetzt. Wir können jetzt besser schlafen. Die Möglichkeit des besseren Schlafens erlernt. So. Und, oh, das Rohr ist natürlich immer was Nettes. Das Rohr als Waffe. Das macht ordentlich mehr Schaden als nur so ein Knüppel. Und das kann man dann später auch aufwerten. So. Der erste schräge Vogel. Bam. Ach so. Ich will das wählen. Awesome. Das lief schon mal besser. Metallteile. Nix. Oh, Tierfutter. Da kann man sich leckeren Gulasch machen. Oder irgendwie sowas. Erstmal den Vogel hier wegmachen, dann gucke ich mal. Achso, da muss ich ja erst auch noch die Küche aufwerten. Damit ich das Rezept überhaupt erstmal sehen kann. Oh. So. Nanu. Holz. Hier. Nahrung. Ja, das wird erst später freigeschalten. Und hier liegt ein Handy. Nu Message, Fromm, Liebling. Kleiner als 3. Ich liebe dich noch immer. Ich warte auf dich an unserem besonderen Platz. Weißt du noch, als wir uns im 92. Stock begegnet sind? Nein. Ich könnte mich nicht erinnern. Meine Herren. So. Level up. Das ist nett. Können wir mal was in die Präzision investieren. So, und das ist Stärke. Okay. Na dann. 8 Punkte. Muss mal kurz der Katze hier wieder mal die Luke öffnen. Dass er in einer Minute wieder reinkommen kann. Reis. Das läuft ja heute, ich will es nicht beschreien, aber ein bisschen besser. Generator, das hat geklappt. Ziegelstein, da können wir die Küche aufwerten. Zuckerei. Oh, und Heilungsapparillo. Heilglumpe drin. Bam. So, Geld habe ich noch nicht gefunden. Hier gibt's nichts. Nur ein Bild mit einer Dosensuppe. Dann fahren wir doch mal nach oben. 94. Stück. Stock, sehr gut. So. Antibiotika muss ich eigentlich aufheben. Ja, das kann ich auch aufheben. Bauen. Und gleich noch eins. So. Und hier, Küche aufwerten. Da, ich brauche einen Stock dafür. Und den kann ich aus zweimal Holz, mache ich einen Stock. Schade. Können wir was anderes aufwerten? Nägel. Das wird aber nichts, weil ich brauche noch sowas. Und einmal Nägel kostet 2 Metall. Dinger.
Die Tür. Ja, wieder ein Stock. Dann, ja, das Katzenfutter fresse ich jetzt so nicht. Ich kann, ne, Reis kann ich mir auch nicht kochen, weil die Küche noch nicht so weit entwickelt ist. Schade, schade. Dann geht's jetzt einfach weiter. Ich heile. Na, den Reis fresse ich so. Zack, boom, geheilt. Abwärts. Was habe ich gesagt? 94. Eine Mark habe ich gefunden. Da kann man sich ja mal hier was kaufen gehen. Ein Verband. Na gut. Verzeihung. Ich habe wohl eine Kröte im Hals. Das Fleisch, kann man das schon braten? Oder brauchen wir da... Was ist das? Das will ich ja nicht roh fressen. Jetzt muss ich auch was fressen. Na gut, Tierfutter. Liebling. Okay, jetzt sind wir ja an dem Stock. Du bist spät dran, mal wieder, wenn ich nicht entschuldigen willst. Ich bin im 69. Warte nicht mehr lange, okay. Wer nicht will, der hat schon. Bam. Und zack. Weg. Jetzt haben wir ein weiteres Stück Metall. Jetzt können wir uns irgendwas bauen. Ich habe auch schon vergessen, was. Und jetzt rennt das... Ah. Noch eine Mark. Komm, hier hast du mal eine Mark. Warum nicht? Das war im 94. Ich habe Hunger, ja. Das geht mir auf den Sack, dass die degenerierten Zombies hier jedes Mal treffen, besser hauen, als ich, der ja als nüchterner, keuschlebender Baptist durch die Welt ziehe. Danke. Und noch ein Rohr. Und ein bisschen Salat. So, Freundchen. Das will ich auch geraten haben. Eine Hose. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hoch. Was habe ich gesagt? 94 erstmal. Noch was kaufen. Dann ist es aber schon knapp jetzt hier. Hm? So, VIP-Zimmer. Ich habe immer noch nicht genug Holz. Aber... Hier, das habe ich. Nägel kann ich mir herstellen. Bauen. Und dann machen wir uns erstmal die Werkbank schick. So, Nahrung. Ich kann mir das Fleisch nicht braten, weil ich noch nicht gut genug bin. Da muss ich es eben so fressen. Das lohnt sich nicht. Zucker essen. Ich kann mir ein Gegenmittel herstellen, was ich später noch brauche. Das ist immer gut, eins dabei zu haben, weil da gibt es so Typen, die kotzen einen direkt an und dann ist man vergiftet. So, jetzt sieht es aber schon wieder beschissen aus mit unserer Gesundheit. Deswegen müssen wir ein bisschen schlafen. Selbst im Traum gesehen, als es noch nicht passiert war, ich saß in meinem Park, Leute gingen spazieren und die Sonne schien. Es ist ein seltsam vertrautes Mädchen gehabt zu mir, bla. Ich habe keine Lust, das durchzulesen. Gut, wir haben ein bisschen Heilung erhalten. Das ist gut, das ist nett. So, wo war ich denn? Ach so. Habe ich ein Level gekriegt? Nee. Bam. Und eine Extraktion. So, ich glaube, im Stock 88 sind wir das letzte Mal gestorben, nicht wahr? Jetzt können wir uns ein bisschen mehr Schaden verschaffen.
und hier jeweils. Verschlossen. So, mach was zu fressen an. Ja, das lohnt sich jetzt. Ach, scheiße, ist es dasselbe? Dann verbinde ich mich mal. Bin ich so beschissen in dem Spiel oder ist es wirklich nicht so einfach? Pilze. Und schon wieder Antibiotika. Also Antibiotika kann ich mir nur... Ne, da kann ich mir auch Schmerzmittel herstellen, aber ich habe keinen Schnaps. Ja, ich kann mir ja eh nicht kochen, also... Fresse ich Salat, ich fresse Zucker, ich sauf Wasser. Und gehe hoch und schlaf noch eine Runde. Was sind wir? VIPs. Und grün, mit Umständen bedingt, ist eine gute Nachricht, jawohl. Hinab. Hier ist... Wir sind schon mal auf alle Fälle weitergekommen. Bam. Und nochmal. Bam. Dass die jedes Mal treffen, diese Typen. Und ein vergammelter Mais. Den pfeife ich mir doch direkt rein. Also wie gesagt, so vergammeltes Essen hat immer die Wahrscheinlichkeit, dass man auch Gesundheit verliert. Moin! Ach, ich habe übrigens gestern gesehen, wie der ehrenwerte Herr Hirnsturz den Nachfolger von dem Spiel gespielt hat. Oh, Mann. Oh, Black Mist. Skyhill Black Mist, also schwarzer Mist. Und das ist dann wirklich, man sieht das dann so von halb oben und es sind 3D-Räume und man läuft da durch das Hotel, aber es ist schon ein deutlich anderes Spiel, muss ich dazu sagen. Ich habe da nicht so Lust drauf. Oh Mann. So, jetzt bist du dran, Freund. Und verfehlt und tot oben. So, eine Cola. Cola, Cola, Cola. Können sie ja echt nichts machen. Jetzt muss ich aber hoch. Schon wieder schlafen. So ein Scheiß. Verband kann ich mir auch nicht herstellen. Hier, Lumpen. Was brauche ich dafür? Alkohol. Und Alkohol kann man sich nicht herstellen. Ziegelstein. Tür kann ich nicht machen. Es ist schon wieder. Gesundheit, gut. Ja, mal eine Stunde schlafen. Und rot. Ich stelle fest, der kleine Wichser mit Ziegelstein zernagt. Ach, ich habe Ziegelstein verloren. Das ist eine Tragödie. Ah, Verbandskasten, sehr gut. Ein Schlüssel und ein Messer. Sehr gut, ich benutze es, obwohl mir da 13 verloren gehen, aber es muss sein. So. Ziegelstein. Mit Ziegelstein den Sicherungskasten repariert. Noch eine Heilung. Sehr gut. Ach, es ist deprimierend hier. Eine Extraktion. Es gibt hier noch so die Option, was man am Anfang auswählen kann, dass man wirklich überall in jedem Ort, wo irgendwas zu durchsuchen ist, immer was findet. Allerdings hat das das Manko, den Manko, die Mankos, Manke, dass alle 10 Runden ein Gegenstand verloren geht. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, dann das mal auszuprobieren. Ziegelstein und Geld.
Dann fahre ich nochmal in den 94. Stock und hol mir nochmal was aus dem Apparillo hier. Mhm. Ach, das war's schon. So, dann wird wieder fleißig geheilt. Bam. Und Schmerzmittel. Schmerzmittel. Aus Schmerzmitteln kann ich mir... Brauche ich noch Alkohol und... Saft. So, Freundchen. Taste my roar. Und eine extra Aktion. Das Rindvieh wieder weg. Und wieso sind die immer alle wieder geheilt, wenn die weggelaufen sind? Leer. Katzenfutter. Jetzt kann ich mir noch... Ne, kann ich nicht, weil ich noch Schnaps brauche. Wir essen Hundefutter oder Katzenfutter oder irgendwas. Das hebe ich mal noch ein bisschen auf. Und der hat schon wieder volle Gesundheit. Da müssen die Typen doch alle in einem Zimmer sitzen, die ich jetzt schon angenagt habe. Ich werde meine Rache bekommen. Schrei nur, schrei! Eine Cola, die sofort verzehrt wird. Also, man hat dann irgendwann mal die Möglichkeit, sich aus Cola und Alkohol einen Schnaps zu brauen. Hier, ein Cocktail. Aber da rate ich von ab, weil den Alkohol kann man viel besser nutzen für Heilzeug. Ich fange an zu zittern, ganz ruhig, beruhig dich, durchatmen. Bam, verfehlt. Und weggerannt. Und irgendein Zeitungsfetzen, das überlasse ich euch. Ihr könnt das dann, wenn ihr das selber spielen möchtet, selber lesen. Da geht es immer um irgendeinen Mord oder so einen Scheiß. Hm. So, wir haben jetzt wieder Metall. Das war doch mal ein Erfolgserlebnis. Und wieder Metall. Yeah. So, Freundchen. So ein Essensautomat wäre mal nicht schlecht. Okay, da braucht nur noch 3,3. Also. Und ein Stück Käse. hinein damit. Und den Salat fresse ich auch direkt. Und jetzt geht's scheiße. Geht's noch nicht wieder hoch. Holz. Antibiotika. Ich kann mir nur ein Gegenmittel machen. Und jetzt ist doch genau da unten so ein Typ, oder? Nee, nee, nee. Hier hin. So, okay. Ich kann ja wieder rausgehen. Und das mache ich auch. Und dann gucke ich hier rein. Und wieder Hundefutter oder Katzenfutter. Tierfutter. Und der Typ ist ja auch schon kurz vorm Abnippeln. Und verfehlt. Scheiße. Ah, ich wollte doch nur einen Fahrstuhl, der funktioniert. So, hier gehe ich auch nicht hin. Und hier sind gleich zwei drin. Natürlich. Das hatte ich ja bis jetzt auch noch nicht. Und, tja. Da müssen wir jetzt wieder hochgehen. Ich muss erst mal schlafen. Oh. So, kurz gucken. Können wir noch was aufrüsten? Jawohl, die Küche. Nahrung. Jetzt habe ich aber keine Zutaten mehr. Ihr seht, das hat sich dann erweitert. Kann man sich Fleisch kochen. Das hätte ich aber alles viel früher gebraucht. So, ich kann mir einen Stock machen und eine also erstmal einen Stock und einmal Nägel und jetzt kann ich die Tür verrammeln und da lege ich mich jetzt sofort rein und da müsste es eine ruhige, erholsame Nacht geben. Bam. Sehr schön, grüne Schrift ist immer gut. Wir fahren hinab.
So, Freundchen. Und der rennt wieder weg. Und ein Schlüssel. Und ein Stück Knoblauch und ein Fernseher. Aber hier gehe ich doch nicht in die Bude rein, wo die zwei Typen drin sitzen. Kritischer Treffer, natürlich. Tja. Oh, das ist ja eine Erleichterung. Und jetzt hat er schon wieder nichts mehr im Magen. Also wenn ich nochmal eine Runde mache, dann spiele ich auf einfach. Leim. Und mit Leim kann man sich Klebeband herstellen. Aber nur oben. Tja, mir bleibt nicht viel übrig. Ich fresse Knoblauch. Einmal Antibiotika, einmal Heilung. Oder hätte ich mir da was herstellen können, bestimmt, ja? Naja, ist ja nur ein Spiel. Und ein Stück Brot. Oh. Da kann ich mir den, hätte ich mir den Käse drauflegen können, den ich vorhin hatte. Nicht. So. Du Typ. Erstmal schön verfehlt. Der Runde gebührend eröffnet. Was ist das? Ein Stab. Wie viel Schaden macht der? Da brauche ich mehr Dex und mehr Speed. Da benutze ich doch mein Rohr weiter. Ein bisschen Geschwindigkeit, so, zack. Weiter geht's, obwohl die Heilung, naja, was will man machen, ne? Und verfehlt. Mir geht's nicht so gut. Ja, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, ein Treffer sind wir weg, ne? Mal gucken, was da drüben ist. Oh, das wird ja besser. Warum bin ich jetzt gestorben? Hatte ich nichts mehr zu essen im Magen? Gut, 74, es wird besser. Liebe Leute, also, wenn mich der Senf wieder mal packt und ich werde noch eine Folge machen, dann auf einfach und dass wir wirklich in jedem Loot, in jeder Loot-Möglichkeit einen Gegenstand finden. Das wird die Option. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht frustrieren, dass ich ja so oft sterbe. Ihr könnt das bestimmt besser. Ich glaube an euch. Dann sehen wir uns demnächst wieder. Euer Onkel Klo. Habt einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Ciao.